Rotti! Oh, lecker, was hast du denn da? Oh, der Doktor! Der Doktor? Schätzig, lad mich ein! Ey, super gern, warte! Das geht ja jetzt mit der Stronghold Definitiv Edition. Oh. Jetzt erst recht. Ha, stellt euch vor, all die Jahre. Ja. Maximilian. Ja, was ist los? Die Einladung. Ach so. Oh. Dank Firefly können wir jetzt ohne 1000 Programme Stronghold im Multiplayer spielen. Allein das ist ein Win. Ich hatte es schon gesagt. Ich habe ja den Bums getestet, Stetzig. Hast du schon mal reingeschaut? Ich habe noch nicht reingeschaut, aber ich bin da ich habe ja auch. Mein Resümee war. Stunden in Stronghold. Mein Resümee war, die Fachpresse hat das komplett overhyped. Echt? Aber mit ein, zwei Kniffen, am Ende ist es ein Win. Weil allein, dass das möglich ist, Digi. Ja, so. Welche Map? Ey, warte, erstmal zu Beginn. Während ihr mein Video schaut, ist parallel bei Max ein Video live gegangen. Und ihr könnt andersrum jetzt, gilt es ebenso. Genau, und ihr könnt jetzt auf Hennos Zweikanal oder auf meinen Zweikanal, wie auch immer, gehen und beides gleichzeitig auf zwei Bildschirmen gucken. Und dann habt ihr jeweils unsere Sicht, ist lit. Also for real, for real, sag ich, ne? So. Ich sync das mit diesem Slap. Ich mit diesem Slap. Das, ja, so. Welche Map? Machen wir 2 gegen 2? 2 gegen 2? Ich dachte jetzt, wir beide gegen 8 vielleicht. Geht das vielleicht? Wir gegen 6 KIs, wir gegen 6 Ratten. Ja, dachte ich mir. Schön 6 Ratten wegmachen. Ich weiß gar nicht, wo fügt man die hinzu? Geht das überhaupt? Oder gibt es überhaupt schon Charaktere in dem Game? Heavy Charaktere, klar. Ja? Ja, Einstellung. Unten auf Einstellung. Startgüter, ein paar. Starttruppen, ja, einfach Standard. Ja, alles einfach, ich denke mal so, wie es war. Und dann haben wir hier Spieltempo auf 40, Gold 500, klar. Aber ich muss ehrlich gestehen, Maximilian. Kann man keine KI hinzufügen? Man kann keine KI hinzufügen. Ich glaube, dass die restlichen Slots, die wir haben, dass die vielleicht automatisch gefüllt werden. Ich mach mal selber auf, warte. Ja, mach du mal auf. Post. Kannst ja mal schauen. Aber ich sehe hier nichts. Truppen kosten Gold. Hä, Digga. Truppen kann man kostenfrei einstellen, Max. Das ist ja auch wild. Digga, man kann keine KI einstellen? Das ist die Frage, ob die jetzt aufgefüllt werden oder ob wir nur zu zweit sind dann, wenn es mehr Spieler ist. Boah, Entschuldigung. Nee, ich kann es gar nicht starten. Prost. Ja, da musst du erstmal bereit unten drücken, aber true, ja. What? Okay, ich lade Sterzig ein. Ja, jetzt habe ich eine Einladung bekommen. Wer ist ein Gasticus Maximus? Irgend random, let's go. Wollen wir den wegmachen? Hä? Okay, ich google das jetzt. Gasticus Maximus. Ich scheiße. Ja, ansonsten machen wir ein paar Online-Gegner, oder? Digga, ja, also klar. Warte mal. Stronghold. Jugoslavia ist am Start. Definitive Edition. Multiplayer. KI-Bots. Bin mal gespannt, aber ich vermute, anscheinend geht's nicht. Das wäre heftig. Es geht wirklich nicht. Krass. Das hätten wir jetzt, also das wusste ich nicht. Das ist heftig. Es geht wirklich nicht. Jetzt haben wir natürlich hier Mogi und Jugoslavia am Start, ne? Ach du Scheiße. Ja, was machen wir denn jetzt? Also ich würde gegen Online-Gegner spielen und du machst mich in dein Team. Und machst 2 von denen in ein Team. Machen wir 2 gegen 2. Oder? Ja, nur wir kriegen halt gottlos ins Gesicht. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Wir sind ja auch Gottgamer, ne? Komm, wir machen schön 3 Teams. Der eine fragt, ob wir No Walls machen. No. Digga, wir sind so am Arsch. Der fragt, ob wir No Walls machen. den letzten auswerfen. Den letzten auswerfen. Ah, nee, da ist. Wie kann man denn. Der ist rausgegangen. Ja, ja, kannst du den letzten rauswerfen? Ja. Okay. Oh mein Gott. Wir werden so. So, auf die der Russe muss jetzt noch Go machen? Ja, perfekt. Mann, Digga. Abfahrt. So. Oh, Scheiße. XX, Eagle XX und ein Russe in einem Team. Junge, wir werden so hart auf die Fresse kriegen. Das ist ja nicht jetzt geht der raus. Ja, Digga, wirf den letzten da noch raus. Und dann, oder der ist alleine im Team. Let's go. Okay. Ey, es wird doch gut, oder nicht?
Das wird doch. Übrigens erinnert mich gerade ein bisschen an meine Aufnahme mit Fabian Siegesmund, wo der auf einmal ins Rank gegangen ist, Alter. Da dachte ich auch, was ist denn jetzt kaputt? Das Ding ist, ich weiß ja gar nicht, was so. Das ist ja nochmal was anderes als. Erstmal Holzfäller. Ja, ja. Und Vorratslager. So, du kannst rausscrollen. Ach, das ist cool. Aber erstmal fürs Bauen am Anfang. Wo bist denn du? Ich bin gelb. Bist du schwach? Fuck, ich. Echt? Ja. Ich hab gelbe Flagge. Okay, nach links, sieht gut aus. Das Vorratslager ist voll, my Lord. Okay, Mark bauen, wichtig. Ja. Der wird mich so wegrushen gleich. Denkst du? Aber wir haben ultra viel Ressourcen, merke ich gerade. Stimmt. Aber hast du da irgendwas umgestellt? Nö, ich habe nichts umgestellt. Alles Standard quasi. Okay. Die Hütten sehen ja geil aus. So, jetzt haben wir kein Holz. Die Waffenkammer ist voll, my Lord. Scheiße, wo ist mein... Waffenkammer, Digga. Was macht der? Okay, alles ist gut. Warum hat der... Was ist Kapelle? Volk segnen, Beliebtheit erhöhen? Okay, da müsste ich jetzt erstmal drauf klarkommen, Alter. Digga, mit... Okay, rechtsklick. Alles ist gut. Wir werden überleben. Meinst du? Hey, manchmal registriert er irgendwie meinen Klick nicht. Ist es bei dir auch so? Was vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Manchmal registriert der meinen Klick nicht, habe ich den Eindruck. Hä, es leckt auch unnormal, oder? Wie der hier die Mauer setzt? Ich weiß nicht. Ich glaube, es sind halt. Stimmt, die brauchen Essen. Jetzt gibt es Vorratslager. Ah, hier Kornspeicher, der sieht nur anders aus. Okay. Alles gut. Aber man baut ihn ja eigentlich auch immer relativ spät, damit die noch ganz lange ohne Nahrung überleben. Oder? Na klar. Ja, ich erinnere mich. Den Kornspeicher? Nee. Kornspeicher braucht man doch eigentlich relativ spät. Was? Hast du Fieber? Ja, ein bisschen. So, ich mach das hier ein bisschen so. So, ich mach jetzt mal Bald Move. Ich töte ein bisschen seine Brees. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Vielleicht ist das auch verboten, weißt du? Aber ich harasse auch mal. Ja, ich gehe da jetzt direkt mal vorbei und greife einfach mal seine Brees an und erschieße die. Und ich werde seine Woodline zerstören. Ja, das mache ich nämlich auch gerade. Ey, bevor er abliefert, das wäre so Ehre. Ey, vielleicht gibt es aber so geheime Absprachen, weißt du, so non-official rules, dass man sich nicht rusht. Ich bin nicht official. Ja, nee. Nächster Holzfäller. Ich mach seine komplette Woodline weg. Wir werden überfallen? Nee, ich überfalle, oder? Oh mein Gott, er kommt gerade mit seiner ganzen Armee her. Ich hab die komplette Woodline weggemacht. Ich hab die Woodline gefaked. Ich bin ehrlich. Okay, all good. So, Waffenkammer. Jetzt brauche ich aber ein bisschen Sachen. Er kommt mit ein paar Sperrträgern zu mir, aber habe ich gemacht. Schwörst du? Ja, alles gut. So, wir gehen erstmal auf die Defense. Ach ja, Häuser. God bless, gibt es keine Sklaven mehr, die Feuerscheiße machen. Okay, kann man irgendwie, so wie bei Stronghold, diese Brees holen oder die man einfach mit Gold kauft? Nein. Nee, ne? Die muss man alle herstellen, die Soldaten. Ja. Okay, cool. Das ist gut zu wissen immerhin. Okay, ich hab... Also, mich würde interessieren, was die anderen machen, aber ich muss hier auch Vollstoff geben, bin ich ehrlich. Ja, ich weiß. Vor allem Holz ist halt das Problem gerade, ne? Ja, aber kauf dir im Markt Holz, dann kannst du richtig boomen. Ja, you know? Ja, das soll ich. So, warte mal. Und du brauchst sehr viel Nahrung. Viel mehr, als du das gewohnt bist von... So viel krasse... Stronghold. Crusader, Digga. Okay. Weißt du? I try. Die Klingen sind geschärft. So, letzte Holzhütte mache ich auch noch weg. So, wo bist du denn? Gelb? Ich bin gelb. Ah ja. Bau mal dein... Ja. Nö, ist super. Ja, ich bin am Bauen. Ich gebe mein Bestes. Hi. Aber ist schon mal... smart, sich erstmal ein bisschen Holz zu kaufen. Zumindest. Okay, Stein ist gut. Die Pferde sind gesattelt. Ey, ich nerv den so, ne? So. Gold habe ich null. Ich muss mal Steuern machen. Denk an Steuern. Steuern, ja, true. Meine Fresse. Ich nehm das ist auch, ja hier der Wahnsinn. Ich versuche ihm auch jetzt erstmal mit so einem Ritter nur oder so einfach seine Brees abzuschlachten. Oh mein Gott, der wird schon gepusht gerade von Soldaten da oben. Jo, die rennen da rein, krass. Aber den pinken mache ich gerade. Du oder der andere? Mit dem Pinken harass ich gerade, ich mach alle seine Holzfäller kaputt.
Ist ja der, ah, sehr gut. Ja, hier gibt's so ein paar Noobs. Ich merke das schon in der Runde. Ey, du als Profi, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ey, hast du recht. So, steuern. Ein bisschen steuern brauchen wir. Ich hoffe, das passt. Ich glaube, ich sollte mehr Stein. Es gibt keine Mühlen oder so, ne? Für Getreide. Doch, 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 klar. Ah, doch, I klar. See, I see, ja. Warum geht das nicht? Sind hier irgendwie Units? Nee. Das geht nicht. Oh mein Gott, ich hab so Angst. Dann so? Vor allem, wir wollen ganz entspannt gegen irgendwelche Brees spielen. Ja, keine Chance, keine Chance. Jetzt geht's direkt zur Sache. Jo, aber wirklich. Aber so ein bisschen laggy ist es, glaube ich. Also ich habe jetzt noch nicht groß Probleme gehabt. Oh, da kommt was. Der schießt. Macht der Belagerungsscheiße? Ah, okay. Der wird halt von oben beschossen. Krass. Okay, ich gehe mal mit meinem Bres hier hoch. So. Mein Bogen was ist euer. Es gibt Holz. Es gibt Holzunterkünfte und normale Unterkünfte, okay. 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 Mach ich die innen drin? Nee, da bin ich eigentlich meine ganze. Sind die ganzen Armbrustschützen so OP wie in den anderen Games? Bestimmt, oder? Ja, ja, klar. Das sind die stärksten Range Units. Safe, safe, safe. So. Dann bilde ich mal. Bilde ich was aus? Nee, ich glaube, ich chill noch. Man merkt aber echt nochmal so einen grafischen Unterschied, ey. Ja, aber doch, jetzt habe ich es auch gemerkt. Ein bisschen laggy ist es. Vielleicht, weil wirklich so viele Spieler drin sind. Hey, geht's ab, klar. So, der verteidigt ein bisschen seine Holzsachen. Aber ich guck mal, ob ich nochmal rein... Oh, der macht das eklig. In der Mitte ist Pech übrigens. Braucht man Pech? Wahrscheinlich für Verteidigung, ne? Größtenteils. Geht so, ja. Oh, okay, er reagiert, krass. Ja, aber meine Ammo-Schützen schießen die jetzt auch. So cool. Wir benötigen Gold. 800 kostet das. Sheesh. Wie macht man nochmal die Leute happy? Wahrscheinlich mit Essen und... Mit Essen? Und dann kannst du doppelte Ration oder so eine Scheiße einstellen. Und dann geht's ab. Ab geht auch meine Beliebtheit, Alter, in den Keller. Ja, same, Alter. Das ist gar nicht mal so geil. Nicht vergessen, vielleicht um mal einen Brunnen zwischenzubauen oder so, Alter. Hier gibt's kaum Feuer, glaube ich. Bin ich ehrlich. Dadurch, dass die Sklaven nicht mehr gibt. Mit den Fackeltypen. Ey, du hast so recht. Ich glaube, ich mach. Nee, wie geht das? Auf die Türme? Geht doch, oder? Nee, ich war richtig. Zack. Zack. Nee, das ist alles wirklich echt langsam. Oh Mann. Wo setze ich die Mangel? Burgverteidigung, ja. Ah, ich brauche einen größeren Turm. Ja, ja, du brauchst hier 10 Jahre länger. Du kannst halt nicht so rushen wie in Dings. Das ist schon echt crazy. Das ist true, ja. Ja, Essen so. Ist schon. Oh. Ja, ja. Ja, ja. Du brauchst ja einiges. Klar. Okay. So, jetzt wird schon Brot gebacken. Ich mach hier nochmal. Also, meine letzte Runde Stronghold ist aber auch schon ewig her bei mir. Same, same, also, auf jeden Fall. So, nehmen wir Weed. Reinkommen. Produzieren wir Weed, ich würde sagen. System Resyncing. Ist irgendwer raus? Das weiß ich nicht. Nö. So, ich glaube, ich gehe auch direkt für die Vollen. Boah, dann mache Käse, das. Jetzt kommt Käse rein, Alter, ich kann nicht mehr, ich kacke. Ich versuche halt gerade ein bisschen auf Armbrustschützen zu gehen und vielleicht seine Einheiten dadurch ein bisschen wegzubürsten. Falls die pushen werden. So, kriegst du denn aufs Maul? Nee. Du musst mal deinen Burgfried fertig bauen. Ach, Boss, welche Farbe hast du? Türkis, ich bin rechts von dir. So blau, ne? Ah, okay. Mhm. Ja. So, bei mir löppt der Lachs eigentlich relativ. Das sieht gut aus, was du da hast. Ich glaube, Pech verkaufe ich mal. Das verkaufe ich auch einmal. So, und jetzt? Oh, einer hat gelegt. Gasticus Maximus ist raus, ja. Ja, das ist nicht ohne. Warte mal, ich brauche Leute, ne? Ja. Oh, meine Beliebtheit. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mal. Plus minus null. Hand auf Blatt speichern, sehr schön. Ja, ich speichere.
Oh, Nahrung sieht echt nicht gut aus. Wie viel man braucht an Nahrung. Ja. Auf der Map gibt's keine Jäger. Normalerweise gibt's halt beim ersten Stronghold gut Jäger. Mhm. So, ich glaube, also der Typ über mir ist nicht so gut. Und früher oder später wird er sterben. Ich nutze den einfach als Pufferzone, gehe ihn nicht an, damit er möglichst lange durchhält. Ja. Ja. Und werde gucken, dass ich hier... Also mein Burgfried ist ja absolut hässlich, aber ich habe jetzt schon zu viel gebaut. Ist egal, es geht um Effizienz. So, wie sieht's aus mit Weizensäcke? Eigentlich ganz gut. Aber das Weizen kommt halt nicht so richtig. Ne? Ich habe zwei von denen. Genau, ich brauche Holz. Gib mir Holz, gönnt. Das ist die Frage, ne? Es geht langsam meine Beliebtheit wieder hoch, aber es ist immer noch nicht. Ist immer noch nicht. Geil. Ein bisschen Bier habe ich am Start. Das ist nice. Ah, ich brauche immer noch Holz. Brauerei. So, einer soll reichen. Die Schenke, ne? Die Schenke ist halt. Die ist halt. Die könnte knallen. Wenn die halt zufrieden macht, man schön steuern macht. Also rot ist auch offen wie ein Scheuntor, na gut. Was wollte ich denn so machen? Achso, ich wollte mir hier Sachen kaufen. Nahrung geht gut, glaube ich, mittlerweile. Hoffentlich. Okay. So, Nahrung. Okay, damit sollten die ein bisschen happy. Wie kommt der mit drei Apfelbuden über einen Berg? Also ein Kornspeicherschrott. Oder? Nee. Ey, ohne Witz. Guck mal, die haben einfach nur Apfelbuden. Muss ich das auch machen? Ich meine, kosten 5 Holz. Ja, Apfelbuden, also zumindest früher, als ich so Stronger Crusader und so gezockt habe, die Apfelbuden haben immer durchgecarried. Apfelbuden Spam. Ja, das ist krass. Aber dann ist halt nicht, ich glaube, Variation, war Variation nicht auch mal ein Thema bei Stronghold? Je mehr unterschiedliches Essen, desto besser. Ja, das stimmt. Ey, wenn nur eine Steinfuhre kommt, baue ich eine Kathedrale, Digga. Oder? Ich glaube, oh nee, ich glaube, es ist so risky. Wir machen das mir jetzt mal lieber so. Ich mache die ganze Zeit seine Holzfäller kaputt, ey. Rüstung. So, ich produziere jetzt Ritter. Okay. Wo hattest du Eisen irgendwo? Ah, da oben! Lil! 350 Gold, das kann ich bauen. Oh Gott. Ey, Digga, bau unbedingt Eisen ab. Ja, es bringt ultra. Das viel macht Geld. Dir so viel Gold. Ja, ja, ja. Ich hab voll nicht gecheckt, dass da oben Eisen ist. Der Hammer. Insane. Mein Opa ist da einfach draußen. Und chillt sein Leben. Ja, der macht direkt die starken Einheiten, aber ich burste die alle. Perfekt, Digga, weißt du, wie ich mein? Ja, auf Lock, Digga. So, ich baue ich schalte auf Armbrüste um. Wir benötigen Gold. Gold brauchen wir. Verkaufe ich Stein. Okay, Eisen ist wirklich mit Abstand das potenteste. Wo ist noch Eisen? Ist irgendwo noch Eisen? Ich glaube nur da oben, oder? Zwischen uns ist Eisen, das können wir safe abbauen. Ja, heftig. Geil. Cool. Jeder cool, eins. Cool. Jetzt erstmal ganz kurz hier meine Steuern in den Griff kriegen. Es ist perfekt. Der ist so die Pufferzone, der Typ. Ja, ich glaube, ich investiere jetzt auch erstmal in Holz, damit ich mir die Scheiße bauen kann hier. Ich brauche Eisen. Hä? Das sind ja nur noch die 1, 2, 3? Ja, der eine hatte... Digga, wir sind nur noch 5 in der Runde. Der eine hatte keinen Bock mehr. Direkt gelieft. Pass auf, ich komme mit allem, was ich habe, zu dir. Und dann machen wir den oben weg. Und dann machen wir den Typen oben weg. Das klingt heftig. Okay, mach dich schon mal ready mit allem. Ja. Und ich produziere jetzt hier einfach Defense-Truppen. Ja, same. Also, nee, du produzierst am besten offensive Truppen, ne? Ist klar. Ja, ich habe ja gerade sehr viele Armbrustschützen. Ich habe gerade 11. So, immerhin gibt es jetzt. Ja. Sehr viele, ne? Wir benötigen Gold. Brauch Gold. Okay, Steuern erhöhen. Ich muss erstmal wieder auf den grünen Ast kommen hier. Beliebtheit 0. Plus 2. Das heißt, das kann ich mir erlauben. Deshalb geht das nach oben. Ich habe ja auch Eisen. Eisen kann ich ja erstmal verkaufen. Richtig. So, meine Truppen kommen. Hoffentlich denken die, ich greife dich an oder so, falls sie es sehen. Dann sind die dunn. Das ist aber nicht optimal. So. Ich habe jetzt erstmal eskalativ ein paar Truppen gemacht. Hey, kommt der ja nicht rein? Doch. Alter. Okay.
Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Aber der Eisen braucht keine Kühe, ne? Das waren nur die nur Stein, richtig? Oh, mein Bäcker, ja. Die Eisen verbraucht. Was? Was brauchen die? Die Ochsen. Was mit denen? Braucht Eisen die Ochsen in dem Spiel? Nee, ne? Nein. Ich war mir nicht sicher, vielleicht ist ja auch hier anders. All good. Alright. Oh, jetzt wird aber gerasselt. Spannen die alle hier die Armbrüste? Ja, okay, alles gut. Oh ja, ich produziere ordentlich Armbrüste. Ja, Sam. Bei mir geht's jetzt auch los. Warte mal, auf H kommt man direkt zum Bergfried. Auf H? Mit Doppel-H, ja. Achüsch. So, meine Truppen sind da. Lass go machen. Ja? Perfekt. Ja. Ich würde meine Armbrustschützen mitschicken. Ja, du schickst alles raus, alles. Okay. Bei dem müssen wir jetzt zumindest krass beschädigen. Ja, der... Guck mal, der baut doch schon Tunnelgräber. Der wird den morgen nicht mehr sehen. Ich sag euch, wie es ist. Ja. Aber gern. Vorwärts, okay, da kommen meine Bres. So, ich schick die Reiter los auf den Kornspeicher. Vielleicht kann ich den rushen. Warte, ich schick meine mit. Ansonsten warte. Meine anderen Truppen schließen sich einfach deinen an. Das ist nicht der Kornspeicher. Doch, das ist der Kampfspeicher. Doch. Jo, die machen den. Ciao. Ultra gut. Ja, big. Jetzt wird erstmal gewartet. Ja, der kriegt so auf den Fresse. Ja, ich will, dass sie. Ich will nicht, dass sie an den Anbus. Digga, Kornspeicher gemacht! Ey, bau mal bitte. Du bist in Range von denen. Ja, ich weiß. Bau mal bitte vielleicht. Ja, eine Balliste. Geh ruhig rein. Wir gehen jetzt rein. Okay, wir gehen rein. Let's go. Ich tank dich. Ich geh jetzt einfach auf seinen Bergfried. Let's go. So, und einmal vielleicht noch die Reiter. Vielleicht irgendwie auf die Eco hinten. Was ist denn teuer? Die Unterkunft könnte ich crashen. Ja, lass die Bogenschützen bitte angreifen. Die fangen gerade einfach nur Unit. Ich mach die Waffenkammer weg. Ich kümmere mich um irgendwelche Gebäude. Huge. So, deine Armbrustschützen müssen nach vorne. Die müssen irgendwie arbeiten. Schick einfach alles oben auf den Bergfried. Also alle Nahkämpfer. Yes. Let's go. Sehr schön. Digga, wir holen die. Ich mach auch was. Ja, alles hoch auf den Bergfried. Alles hoch auf den Bergfried. Komm, let's go, push dich. Hoch da, let's go, Jungs. Let's go, alles let's rein. Go. Das läuft doch. Es sind wirklich einige, die noch hochkommen. Ja, das sollten wir haben. Hoch da. Schlitz sie auf. Produzier direkt nach, falls wir es nicht ganz schaffen. Doch. Auf den Typen. Also, guck mal, wie viel, Junge. Let's Ciao. Go! Let's fucking go! Tschüss! Ja, so, ich schick meine schnell. Verpiss dich! Schick all deine Truppen zu mir. Jetzt. Okay, alles zu dir. Weil als nächstes ist der blaue. Nee, der rote Spieler dran. Weil der schwarze, guck ihn dir an. Der ist völlig am Boden. Okay, warte, ich schick alles so, zu dir. So, Alter, ich hab so geboomt. Hallo. Ja, genau, die ganzen Nahkämpfer und so, alles oh zu mir. Oh mein Gott, die bumsen sich auch gerade gegenseitig. Nee, eben. Ja, der Schwarze kriegt halt mega den Pfeilhagel in die. Den Steinhagel in die Fresse. Das sind zwei Bäcker. Ja, ich brauche. Ja, jetzt muss produziert werden. Jetzt muss produziert werden. Schwerter. Ja. Flock. Digga, also jetzt muss. Digga, was soll ich sagen? Jetzt läuft einmal jetzt drei. Muss langsam einfach produziert werden, ansonsten kannst du die Scheiße vergessen. Ich muss mal mit dem Production Value hier reinwerfen. Humanoide. Humanoide, mein Scheißbrei, Alter. Let's fucking go. Es wird 80 Schwertkämpfer. Ja, aber es gibt so. Perfekt, der war eh tot. Ja, der hatte keinen Bock mehr. Also, aber es gibt so viel Verbesserungspotenzial, ne? Wenn man sich das anguckt. Ja. Digga, allein das. GG-Spannung gewinnt wieder. Jugoslavia sagt GG. Na, muss GG. Er wissen. Bleib noch, wenn du Ehre im Leib besitzt. Hast. Naja, er weiß halt, wie es läuft in unseren Landen. Er weiß, wie es ist, Digga. Pass mal auf.
Ja, allein, dass ich nicht zum Beispiel mit irgendwie Steuerung Linksklick oder so fünf auf einmal produziere. Ich kämpfe auf das letzte Kind. Oder ich kämpfe auf das letzte Kind. Jo. Das ist schon eine Legende. Ehre. Ja. So, schick die Nahkämpfer zu mir. Oder flankier ihn oben und mach seine Eco weg. Ja, wobei, der hat nicht viel Eco. Ja, erstmal muss ich. Ich mache jetzt erstmal ein paar Einheiten. Ich komme dann gleich zu dir rum. Alter, ich brauche halt Essen. Wir chillen erstmal. Junge, dann outvaluen wir ihn. Ich tue ihn auf die lange Bank. So, Stelle. Ich verkaufe jetzt erstmal ein bisschen Shit. So, jetzt wird erstmal hier neues Volk. Ich breite mich mal hier unten ein bisschen aus. Ich gehe mal davon aus, er pusht mich jetzt hier unten nicht. Neues Volk. Ja. Jetzt bin hier erstmal neue Einheiten. Ich mache erstmal noch mal ein bisschen Essen. Eigentlich kann ich auch zweifache. Überall Holz ein bisschen. Also ich brauche halt nach wie vor ultra viel Holz. Ja, kann ich mich ja auch hier ausbreiten. Ja, ja, ja. Ja, jetzt ja, wird Value, jetzt geht's Abfahrt. Was soll ich sagen? Ey, Digga, also. Was schreibt der? Was hat er geschrieben? Ich seh's nicht. Scheiße, keine Ahnung. Okay. Ich produziere jetzt. Hallo, an Sterzig. Hat er geschrieben? Nee, man sieht den restlichen Chat nicht. Man sieht's nicht. Ja, scheiße. Digga, man sieht nicht mal den Chatverlauf in diesem Spiel. Ja, ey, Digga. Man, es also geht nicht. Man muss sagen, es ist geil, dass man sich über Steam und so einladen kann. Aber so die aber das ist ja auch das Einzige. Aber so die Performance vom Multiplayer und so ist noch wie früher, muss ich sagen. Mit dem Resync und das schon teilweise ein bisschen bitter irgendwie. Da saß halt jetzt eine Person dran, habe ich gehört. Echt? Ja. Ja, Firefly ist ein kleiner Laden, okay, tatsächlich. Ja. Digga, der belagert mich! Er belagert dich? Zugriff! Der denkt, er kann. Bro, bro. Okay, ich habe ein paar Einheiten bei dir. Es sind nicht viele, aber... Ich versuche, ich werde jetzt dir alles die ganze Zeit schicken, glaube ich. Ja, ja, all gut. Kann man hier irgendwie... einfach hier. Sammelplatz für Armbrustschützen festlegen. Ich mache das alles bei dir. Alles, was ich mache, kommt zu dir. Shit. Ja, warte, wie war das? So. Zack. Digga, ich bin schon so auf. Digga, ich hab Stronghold gespielt. Da wart ihr schwanger im Leib eurer Mutter. Da wart ihr schwanger. Ich mach die so weg. Ja. So. Guck mal hier. Mit Forward Castle nennt man das. Was machst du denn da drüben gerade? Ich fighte den. Auf Mutter. Ja, du baust einfach richtig schön. Ein schönes Tor als Leiter und dann Abfahrt, Digga. Ja. So, jetzt... Boah, Junge, ich brauch Holz. Komm, hau... Geh zurück. Nee, ach komm, ich trash-talk ihn nicht. Fokus. Nee. Er kämpft so, bis aufs letzte Kind, das ist schon ehrenvoll genug. Max, bleib hier, bleib bei dir. So. Wir benötigen mehr Steine. Pass auf. Wo sind meine Steine, wenn ich... Ach ja. Ach ja. So, wir kaufen jetzt einfach mal ein bisschen Steine zur Abwechslung. Oh nee, ist echt sackteuer. Nee, Steine sind disgusting. Und Eisen auch. Ist crazy, wie viel... Oh, Digga, wie lahmarschig der erste Teil ist. I mean, I like. Ist, weil Stronghold Crusader war schon sehr stressig competitive im Multiplayer, fand ich. Gerade mit den Söldnern, dass du halt irgendwo, mit Gold richtig rushen konntest. Hat ja auch irgendwo seinen Reiz irgendwie, ne? Aber das ist immer was ganz anderes hier. Genau, ich mag die slow-pacige. Hat ja Siedler auch, ja. Zum Beispiel. Ja, ja. Und, genau, also mag ich. Aber man merkt halt wirklich krass, ja, ja, ja. Wie altbacken einfach, also es ist nicht, ist kein, ja, was soll ich sagen? Digga, es gibt gar keine Hotkeys, mit H bist du auf deinem Burgfried und doppelt H hast du ihn immerhin auch zentriert, so dann N oder B war für Waffenkammer, genau, das sind literally die Hotkeys. That's it. P für Pause ist aber auch legendär, muss ich sagen. Es ist insane. Es gibt halt sonst nur useless Shit. Das Einzige, was sie noch umgesetzt haben, was cool ist, ist Autotrade. Das heißt, du kannst sagen, hier Autotrade, ich will mindestens immer 10 oder sagen wir 5 im Lager haben, damit die Waffenleute immer produzieren und ich verkaufe alles über 40. Ja, aber gut, zack. Aber man braucht ja, die meisten Gegenstände braucht man ja. Und dann... Oh, hier sind noch meine Reiter. Zack! Hat der automatisch alles verkauft. So. Bewegst du deine Kamera auch mit der SD? Pfeiltasten, glaube ich.
Ja gut, ist aber auch bei dir sehr langsam, ne? Ja, übel langsam. Ich klicke mich vor auf der Minimap. Aber auch so ganz langsam. Man kann ja nicht mal direkt hinskippen. Ja, so, es ist so... Ich drücke halt... Alter. Ich drücke die Pfeiltaste und dann auf der Minimap drücke ich in die Richtung, wohin ich gehe. Das ist die maximale Geschwindigkeit. Ist halt ein Unding. Ja, aber vorher halt richtig weit rausscrollen. Okay. Dann geht's ein bisschen schneller, aber ja. Er baut gerade richtig heftig Holzwelle nach links, um sich zu schützen. Ich schicke da einen Undercover einen Mönch rein. Der macht einen Riss in die Mauer. Ja, ey. Jetzt pass mal auf. Ich baue hier eine fette Kathedrale, um meine Macht zu demonstrieren. Kannst du bitte deine Leute, die vor meinem Tor stehen, ein bisschen nach Norden schicken? Warte, ich muss erstmal hin. nach Norden? Mhm. Ja, so ist gut. Danke. Da kommt nämlich jetzt ein Zeichen meiner Macht hin. Schöne Kathedrale. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Boom. Mein Volk glücklich sein. Ich ermögliche denen gerade Nahrung bis zum geht nicht mehr. Die sollen mal alle ihre Fresse halten. Also wirklich. Ich habe sogar Bier ausschlagen. Was? Wir werden überfallen? Hat der Mönch wahrscheinlich, ne? Scheiße, ist tot, wa? Ja! Hast du deinen Mönch ins Verderben geschickt? Ja, ich wollte ein bisschen. Aber ich habe jetzt eine fette Taktik, Digga. Ich werde den jetzt bearbeiten, als wäre es StarCraft. Wir brauchen fucking Eisen, Alter. Junge, ich muss erstmal wieder so in diesen Stronghold-Modus reinkommen. Das ist insane. So, ich baue jetzt eine Kavallerie. Den Harassment-Trupp. Aber dafür brauche ich jetzt mal ein paar Gäule. Wie kommst du gerade so an deine Eisen? So aus der Mitte hast du wahrscheinlich alles voll gemacht, ne? Aus der Mitte und ich habe neben mir. Ja, ich versuche mal oben irgendwie noch vom was zu holen. Naja, genau. Saug den aus. Hier da, ja genau, oben. Und auch das Steinvorkommen nutzen von ihm. Ja. Mit zwei Ochsenkarren. Machst du auch viel Gold mit. Aber irgendwie hat die Kathedrale gar nicht viel gebracht. Ich habe Religion 0. Wie kann das denn sein, Digga? Arbeitet doch mal. Ist es beim ersten Teil irgendwie anders? Nee, null, ich glaube, Religion? Sobald die ersten heiraten, geht's los. Ja, der soll mal arbeiten. Ich habe so in die Kirche investiert. Du kannst jetzt noch eine mittlere und eine kleine bauen. Ich glaube, dann wird's noch mehr. Hab ich alles. Schön. Ja. So. Guck mal, wie der schissert, wie der sich einmauert. Aber ich sag dir, ein Trieber und ich knack den wie eine Nuss. Und Emily Bierheber, die heiraten. Kesselflicker, Junge, let's go. Let's go. Kesselflicker. Geile Namen, mein Bre. So, komm, jetzt werden mal alle Waffen hier. Also, ich hab richtig viel Essen, also Essensdinger. Und mein Speicher ist nie voll. Das ist insane. Jetzt habe ich hier, warte mal. Ja, genau. Religion ist auch noch nicht. Wie sieht's denn aus hier? Nochmal eine Bäckerei. Jo, zwei Bäcker noch. Zack. Von oben kommen bei mir Leute. Shit. Oh, echt? Ja, ich brauch Hilfe, hat er dich? Nee, bau eine Unterkunft? Du hast ja gar keine. In der Unterkunft jetzt einfach Truppen bauen. Ja. Und du hast Armbrustschützen rechts aus deiner Base, die schaffen es noch rein. Aber einfach Truppen jetzt. Ah, die laufen automatisch zur Unterkunft, die musst du hoch auf deinen Bergfried ballern. Und du hast eine Lücke in den Mauern, die schnell zumachen. So, die. Nice. Fuck. Okay, die Lücke wieder aufmachen, Armbrustschützen. Na, wobei. Ja, aber hilf mir, versuch mir mal zu helfen. Ja, die Armbrustschützen auf den Turm, da haben sie einen besseren Winkel. Oh. Mehr Truppen produzieren in der Unterkunft. Ja, die Armbrustschützen müssen jetzt irgendwie. Okay. Du hast rechts zwei Mönche und einen Streitkolben-Typ. Eieieiei. Das ist bitter. Hat er gut gemacht. Digga, du hast all deine Truppen zu mir. Hab ich doch gesagt mehrmals. Du meinst so, ja. Naja, ich gehe halt davon aus, dass du ein bisschen was für die Verteidigung hast. Ich beleidige ihn. Shit. Die Klingen sind gesetzt. Ich habe einfach gesagt, wie dieser Sack jetzt. Mach Offensive. Ja, warte. Nee, das darf ich jetzt nicht überstürzen. Naja, guck mal, du hast hier Kathedrale und alles. Hast du ordentlich Steuern erhoben? Ja. Sehr schön. Warte mal, wo ist denn das jetzt nochmal? Im Krieg und in Mathe ist alles erlaubt.
Oh Mann, ey. Wir reden hier von Stronghold, schreibe ich. Wir sind bereit. Alter. Aber du hast halt direkt am Anfang gut gemacht mit deinem. Aber du hast doch gefühlt viel mehr Platz gehabt als ich, oder? Wobei, ein erschultert. Naja, ich hatte irgendwie links nicht anliegend einen. Ja, ich hatte irgendwie nicht so viel Platz. Bei mir war überall so mega hügelig. Und aber ja, habe ich scheiße gebaut am Anfang. Er hat schon relativ viele Truppen. Aber ich glaube, wenn ich drauf an. Guck mal, er produziert gar kein Eisen zum Beispiel. Ich glaube, er produziert jetzt einmal richtig Truppen. Ja, ja, ja. Und. Wir benötigen Gold. Wie viel Religion hast du gerade? Keine Sorge, dein Mate kann deine Ehre abholen. Plus eins. Du hast, aber hast jetzt durch die drei Dings viele Religionen und nur plus eins? Ja. Er ist ja übel komisch. Übel geil, ne? So. Aber stackt sich das wahrscheinlich über die Zeit? Müssen die erstmal reifen? I don't know. Die Kathedralen? I don't know. So, falls der von links Stress will, am besten baue ich da noch so Hundezwinger hin, ja, dass er hier gar nicht mal erst. Das nicht dort platzieren, my Lord. Ja, der hat jetzt seine ekligen. Hat er wieder. Guck mal, er baut wirklich auch nur Äpfel, ne? Kann man in seinen Kornspeicher gucken? Ist ein ekliger Typ, ja, glaube ich, oder? Wo ist er denn? Wo ist denn also mein Plan ist es tatsächlich, dass ich ihn jetzt mit Reitern ein bisschen rushe. Ja, Turm kaputt machen. Und da so. Ja, ja, aber die treffen nicht. Also, dass ich so empfindliche Stiche setze. Wo ist denn sein Kornspeicher? Ich suche hinten den auch in der Backline. Gerade. Ah, hat er. Ah, da ja, hinten, ja, hinterm Burgfried. Aber wenn ich hinten reingerannt komme, während ich vorne in Offensive hinterm mache. Hinterm Turm hocken noch ganz viele, was heißt ganz viele, aber einige, hier die Streitkolben, Leute. Die rennen da gerade ja, und links auf der Mittelinsel auch noch ein Trupp Streitkolben, Leute. Siehst du sie? Ja, ja, ich sehe alles. Okay, ja. In der Mitte auf der Insel. Da ist sein guck mal, sein Hofnarr ist. Sein Hofnarr, ja. Was macht er da? So, jetzt kommen ein paar Steine rein, die kann ich verkaufen. Ja, aber du hast schon echt. Also. Ja, meine Eco wird den halt komplett zerbumsen, sind wir ehrlich. Es werden Waffen benötigt, Sire. Boah, Alter. Habe ich das letzte Mal. Er greift dich, glaube ich, gerade an. Er greift mich an? Nee, nee, aber er schickt gerade seine Leute rechts vor. Seine kleinen Streitkolben-Leute. Vielleicht will der hier und dort ein bisschen pauken. Ja, das kann sein. Nee, warte mal, der beschützt. Sieht aus, als würden die den Holzfäller beschützen. Zur Stelle! Okay. Streitkolben, Leute, effektiv ja, er gegen sieht Pferde. Es. Wie lautet der Plan? Geht. Eigentlich nicht so. Eher die Pikiniere, ne? Steht zu Diensten. Ja. Achtung! Zu Befehl! Auf die Rösser! Kannst du natürlich links auch einfach, weil du es kannst, bei mir da die Eisen vorkommen und so abholen. Ich kann nicht anvisieren. Oh, deine Arme muss schießen. Einer zum Schuss. Oh, guter Schuss. Vorwärts. Ging ins absolute Nichts. Steht zu Diensten. Die Klingen sind geschärft. Okay, er baut mehr Verstärkung jetzt. Bereit, eure Lordschaft. Steht zu Diensten. Also seine Türme sind schon relativ kaputt, ne? Ja, jetzt belagerst du ihn. Eure Lordschaft. Die haben nicht mal Range bis dahin. Interesting. Ich weiß nicht, ob er das jetzt durchziehen will. Oh, jetzt greift er aber wirklich an. Welchen Weg, Sire? Ja. Boah, ob das eine gute Idee war? Wie lautet der Plan? Der wastet die halt jetzt alle rein. Aber ich glaube, er spekuliert einfach darauf, dass Er reinkommt. Aber, ja, ja, aber ich schicke meinen Bockern gerade schon weg, also sollte alles cool sein. Wo ist denn der gerade? Wir folgen euch. Aber irgendwie ist es ein bisschen awkward gerade. Ja, ja, die Leute jetzt überleben. Alle in den Sattel. Krass, also die sind übel strong anscheinend. Ja, die halten erstaunlich viel aus. Ja, hätte ich nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Rücken aus. Wo ist denn mein Bokeh? Der ist auf der Mauer gerade oben, der kommt auf dich zu.
Welchen Weg, Sire? Achso. Warum geht denn der da hin? Ach je. Warum geht der da hin? Ich kann den nicht steuern. Ach je. Hä? Ach je, wo ist er? Der ist da einfach reingerannt. Oh mein Gott, sie. Die hacken ihn. Jetzt ist er stuck. Ja, übel ist weird. Und deine Leute sind halt auch mega langsam. Ne? Ja, das ist bitter. Hä? Ist er einfach random reingerannt? Aber jetzt kriege ich ihn, glaube ich. Er ist ja einfach random hingerannt. Naja. Ja, bitte. Man rückt dem Lord. Digga. Dass das funktioniert hat, ist criminal. Ja, vor allem, ich habe in Erinnerung gehabt, ich würde sagen, erstmal natürlich, er ist ein Hacker, 100 Pro. Aber zweitens, ja, ich habe irgendwie in Erinnerung gehabt, dass die Streitkolben-Leute, dass einfach hier die Armor-Schützen auch mega der Hardcounter sind und die einfach die auch one-shotten teilweise. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die ganze Truppe also bis irgendwie dahin überlebt. Ich habe auch gedacht, ich habe da ja am Nordende einen Turm gehabt. Ja. Ganz nördlich waren Ultra, also bestimmt so 15, 20 Bogenschützen drauf. Und da drunter der Turm, da waren dann nochmal 10 Armor-Schützen und irgendwie haben die null Work gemacht. Also die sind einfach durchgerannt, damit habe ich nicht gerechnet. Da war ich irgendwie Stronghold Crusader gewohnt. Ich dachte auch so, plus, deine Bogenschützen ficken alles weg. Plus, ich wollte den Lord hoch rausschicken auf den Turm der Bogenschützen, wo all meine Nahkämpfertruppe und dachte so, ja, gar kein Problem, ganz entspannt. Währenddessen greife ich oben mit meinen Reitern an und fick seine Eco, weil er nicht darauf achten wird. Auf einmal rennt mein Lord einfach zu den Streitkolben-Typen. Also ich weiß nicht, welchen Travel-Pfad er da... Das ist eine gute, also ja. Es ist anders, das Game, ne? Ich find's richtig schade, dass man keine KI einstellen kann. Gut ist es. Ich find ganz. Also das Einzige, was mir halt an dem an der Definitive Edition gefällt, ist, dass es möglich ist, hier über Steam Multiplayer zu machen. Der Rest. Ja, aber auch der. Also klar, höhere Auflösung, cool. Für aktuelle Systeme. Aber that's it. That's it. Ja, aber auch und der kannst du. Du kannst keine NPCs einstellen und so, das finde ich schon ein bisschen. Ich verstehe auch nicht warum. Also ja, im Singleplayer gibt es also jetzt auch vom Arbeitsaufwand her. Naja, das ist auch das Komische. Vielleicht haben wir einfach beide überhaupt keinen Plan von Stronghold 1. Ja. Aber es gibt jetzt nicht ein normales Gefecht irgendwie. Ach so, ja, ich sehe es. Es gibt eine Hauptkampagne, noch eine Kampagne. Dann gibt es halt so Burgbelagerung, das macht Maurice immer. Burgfahrt. Dann gibt es Invasion, da greift man halt selber, glaube ich, eine Burg an. Und dann gibt es Burgfahrt, das ist, glaube ich, auch irgendeine Kampagne. I don't know. Aber es gibt halt nicht so ein Standardgefecht. Aber war das früher auch schon so? Ja, ne? Wahrscheinlich schon. Ja, ja. Insane. Und das macht's halt so. Gut, es gibt noch Wirtschaftskampagnen. Karteneditor gibt's auch natürlich. Ja, heftig. Also, ich muss sagen, ich muss mich hier erstmal gerade voll reinfinden und da hat er mich natürlich kalt erwischt mit seinen OP. Deshalb hat er die wahrscheinlich auch gebaut, ey. Einfach weil die komplett krank in dem Game noch sind. Naja. Schnell vor allem. Wir haben die auch einfach unterschätzt. Also bei dir, gut, da lag's dann daran, dass du einfach keine Truppen im Burgfried hattest. Ja. Ich dachte halt einfach, ich schicke alles zu dir und dann fighten wir dort, aber er wollte uns machen. Ja. Sick. Ja, er hat es auch gut gemacht. Aber ja, irgendwie halten die auch giga viel aus. Oder vielleicht sind die auch zu schnell für die Leute, die. Es gibt ja eigentlich nur langsame Einheiten in dem Game. Also die ganzen. Ja, bis auf die Reiter und halt die Streitkolben-Typen, ja. Krass. Ja, gut. Ja, ist wild, ist wild. Ich glaube, Stronghold ist halt ein cooles Game, so im Singleplayer. Aber that's it. Boah, aber wer. Also Stronghold 1. Ich sag mal, könnte man hier einfach gegen KI zocken? Wäre ja schon mal zumindest cool, ne, für Multiplayer. Aber so hatte ich auch den Eindruck, das ist so dieser alte Multiplayer mit super vielen, wo immer synchronisiert wird und es Fehler gibt und Lags und. Ja. Hätte ich irgendwie schon. Hätte ich ein bisschen besser optimiert erwartet. Dafür, dass es jetzt halt auf Steam und so ist. Aber. Ja. I mean, am Ende des Tages kostet es halt nicht Vollpreis, sondern wie viel kostet der Bums? Ich schau mal nach. 17 Euro oder so? Es sind 14,99. 14,99. Deswegen, ne? Aber ja, es muss sich eigentlich auch auf dem Markt vergleichen lassen mit der Age of Empires 2 Definitive Edition. Und die kostet sogar 5 Euro. Ja, und also das ist halt wirklich komplett modernisiert, ne? Das ganze System,
Die geben da die ganze Zeit auch noch mehr Content rein, der sich wunderbar. Achso, ist gerade reduziert. Naja. Sorry, normalerweise kostet es 19,99. Aber auch da 5 Euro mehr für ein komplett überholtes Spiel mit komplett überholten und Updates und whatever. Ja, und neuen Inhalten ohne Ende. Ja. Also ist halt crazy. So, und ich glaube, Stronghold Definitive Edition ist halt cool für die Liebhaber, die gerne hier Singleplayer-Zeug machen. So. Aber im Endeffekt, dann hast du das halt auf moderner Auflösung. Und hast 2 Hotkeys mehr. Ja, also im Endeffekt ist das für mich so ein bisschen zu wenig, um es Definitive Edition zu nennen irgendwie. Ja, das auf jeden Fall. Ist halt so ein Grafik-Update, was halt auch gefühlt so Modder machen könnten oder wahrscheinlich auch schon gemacht haben. Also per Definition, Definitive Edition passt halt schon, ne? Okay, ja. Definitive Edition heißt ja die beste Version des Spiels. Aber ja, also 3 Hotkeys mehr, Auto verkaufen auf dem Markt, Sammelpunkt setzen für Truppen in 2023. Das sind die neuen Funktionen von dieser Definitive Edition. Neben hochskaliert, rauszoomen, that's it. Scroll Speed mit dem Movement, worüber wir uns ein bisschen lustig gemacht haben, kann man vielleicht sogar, ja, kann man erhöhen, sehe ich gerade. Ah, okay. In den Einstellungen. Ah, okay. Aber ja, also. Er fühlt sich für mich jetzt nicht, also wenn ich mir das gekauft hätte als mega Stronghold-Fan, wäre ich ein bisschen underwhelmed. Ja. Also, wenn ich mir das so privat so und sag, oh Leute, und ein Mehrspieler funktioniert übel geil und dann, ja, ist es so alles okay. Aber I mean, was man halt im Kopf behalten muss, ist, dass man, also dass jetzt Modder freie Fahrt ermöglicht, ne? Weil Steam Workshop ja eingebunden werden soll. Ah, so, wirklich? Hier Steam Workshop. Ja. Ah, okay. Und, ne, weil das war ja auch immer, also die Szene von Stronghold, gerade Stronghold Crusader, war ja immer enorm, so was Modder und so angeht. Und die haben halt auch immer mit Trick 17 hier alles ins Spiel irgendwie implementiert. Aber jetzt haben sie es halt viel einfacher und zugänglicher, glaube ich. Ja, weil jetzt ist halt die Frage, wenn das der Fall ist, dann wäre natürlich geil, wenn da zum Beispiel, weil dann denke ich mal, wäre KI und so auch viel einfacher oder wahrscheinlich dann viel geiler einzubinden in Multiplayer und so. Ich bin jetzt hier gerade im Workshop. Ja, es gibt ganz viele Maps tatsächlich. Und genau, es gibt Maps, natürlich Herr der Ringe. Ja, ich sehe direkt Minas Tirith. Aber ich sehe auch nur Maps, to be honest. Ja, klar. Ich weiß nicht, gibt's da. Oh, cool. Ja, Maps. Mega cool. Aber Multiplayer. Ja, einfach 1 Million Maps, okay. Ja, ich glaube, Ich glaube tatsächlich, es gibt ja hier den Karteneditor und wenn du damit fertig bist, kannst du es direkt dort laden oder auch hochladen. Ja, ja, guck mal, 1666 Maps. Das Spiel ist jetzt seit 2 Wochen draußen. Ja, die Leute eskalieren jetzt schon. Und direkt natürlich Minas Tirith. Das ist typisch. Ja. Aber auch nichts anderes. Helmsklamm. Nur Maps. Bisher zumindest. Nur Maps, ja klar. Da ist halt die Frage, wohin das noch geht, ne? Weil neue KIs zum Beispiel. Aber das Ding ist, ich glaube, wahrscheinlich geht das für Stronghold gar nicht, wenn es gar nicht so diese Möglichkeit gibt, Gefechte mit KIs zu erstellen, sondern du hast diese KIs, die nur in geskripteten Kampagnen halt vorkommen, weißt du? Hier oben oder steht halt diese Aber ja, es gibt zumindest so Burgbelagerungen und Invasionen. Ja. Also ich sehe hier auch Difficulty. Hier oben steht auch tatsächlich, das heißt, im Workshop als Beschreibung nur Design your own piece of medieval history. Und dann geht es in der Beschreibung nur um die Map-Editor. Ja, also da steht gar nicht irgendwie Upload your version oder keine Ahnung. Ja, hier steht es ja, Siege, ne? Also Belagerung, Invasion, Wirtschafts-, Rebuild und Multiplayer-Maps. That's it. Ey, wer weiß, was die Zukunft bringt. Also kann ja sein, dass irgendwann nochmal der Workshop irgendwie auf andere Art und Weise mit eingebunden wird. Aber ja, ich glaube, für so 1v1s und so ist bestimmt cool, weil das geht ja. Ja. Aber ich habe halt immer, so wie wir das auch immer in Schlacht um Mittelerde so gemacht haben, die 2 gegen ganz viele KIs und so, das finde ich halt, ist halt nice. Ich sehe aber gerade auch, dass unter Diskussion mit das Top heiße Topic ist, anybody can do a mod players versus KI. Und da wird fleißig diskutiert. Aber ich glaube, hier sagt auch einer, was ich vorhin meinte. So, es gibt halt keinen Skirmish-Mode.
Ja. Ja, das ist das, was ich halt auch immer am meisten gegrindet habe. Einfach. Es ist ja auch in der Kampagne. Es ist in der Kampagne, glaube ich, auch so, dass da oft auch einfach Gegner spawnen am Maprand und dann zu dir rennen. Ah, weißt du? Also, okay. Also die haben gar keine also Base teilweise. Und so. Doch, also auch, glaube ich, ja. Jein, weiß ich, ich bin mir gar nicht so sicher. Es gibt halt die Belagerung, da haben die natürlich eine Base. Mhm. So, da produzieren die aber nichts, weißt du? Ja, aber ich glaube, bei der Kampagne, du hast da alles geskriptet. Ja. Ja, 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 er schreibt's hier. Krass. Ja, ja. Deswegen wird das in Stronghold 1 nicht möglich sein. Da waren wir viel zu sehr so mit einer Stronghold Crusader-Brille drauf. Mhm, mega. Also das ist ja auch das, also ich sag mal, Hauptmenü und so, auch übel geil. Dachte ich mir so, mehr Spieler schön Bots hinzufügen und dann, naja, haben wir gegen wen haben wir, gegen wen haben wir gerade auf die Fresse bekommen? Jugoslawien oder so? Naja. Jugoslawia oder so, ja. Jugoslawien hat uns genommen. Hier ist auch direkt ja, oben. Okay. Das ist anscheinend wirklich so ein Ding. 8 Spieler, keine Welle. Ja, 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 no walls. Ich find's krass, wer das grindet, so, weißt du? Ja. Gibt ja auch gar kein Level-System oder ähnliches. Ranked oder so, ja. Okay. Na gut. Gut, hast du noch was? Auch für mich, nur weil es cool mal reingeschaut zu haben, aber wenn das ja rauskommen würde mit Stronghold Crusader, hätte ich richtig Bock. Weil das ist ja dann das wirklich gegen lit, KI ja, und das, was wir auch kennen. Ja. Und wenn das vielleicht nächstes Mal so ein bisschen wäre wie in Age of Empires mit abgedateter Grafik und so, auch nicht schlecht. Ja. Hätte ich auch Bock. Ja, safe. Wir können aber generell auch mal Stronghold 2 oder sowas zocken, hätte ich übel Bock tatsächlich. Habe ich tatsächlich auch mal, ich habe das ja auch, aber ich habe es nie gespielt, weil allein ist mal blöd. Ja, hätte ich auch mal Bock reinzugucken in die aktuellen Teile. Oder ja, auch mal so diese Zwischenteile, so Stronghold Legends oder ja, so ein Shit. Mit den Drachen ey, und so, habe ich halt nie gespielt. Die Leute schlagen auch immer vor, ich soll doch mal bitte so eine Testreihe machen, wie ja, bei den Siedlerteilen. Ja. Weil es gibt ja auch von Stronghold irgendwie 5, 6 Teile. Übel ne? viele. Also es gibt ja Stronghold Crusader, Stronghold Legends, ja, Stronghold XY, Stronghold 2, Stronghold Crusader 2, Stronghold. Also es gibt ja wirklich alles. Ja, ja. Ja, Stronghold ja, Legends. Aber es wurde leider auch immer schlimmer. Ja. Oh, glaube ich, ja. Okay, ja, können wir mal rüber quatschen. Vielleicht machen wir mal einfach random Stronghold Legends und schauen, was wird. Ja, ja. Okay, Leute, dann schaut bei den jeweils anderen bitte vorbei. Lasst ein Like da, wenn ihr Strategie wollt. Weil Stelzing und ich haben an sich Bock. Ja, mega. Aber muss halt auch, muss ja auch löppen. Von daher, von meiner Seite aus, schönen Tag noch, Sterzig. Ey, Maximilian, war klasse. Lass dir deinen Doktor noch schmecken. Rossi begleitet dich. Ja, und, kam kaum dazu. Dann sehen aber wir ja, uns gleich in der Küche wahrscheinlich. Ja, bis gleich. Ciao, Leute.